Das bin ich, Sarah. Hallo. Guten Morgen. Herzlich willkommen. Für 7 Tage ziehe ich ins Kloster, zu Ordensschwestern. Für mich eine völlig fremde Welt. Aufnehmen. Ja, gerne. Wir können auch kurz mal einen ganz schnellen Rundgang hier durchmachen, bevor wir ins Noviziat gehen. Oder? Ja, wir erstmal, ja, ist vielleicht ganz gut. Ja. Das ist Schwester Ursula. Sie ist die nächsten Tage meine erste Ansprechpartnerin für alle Fragen. Davon werde ich bestimmt viele haben. Die Tafel ist immer ganz wichtig. Da steht so das Tagesprogramm drauf, was hier alles los ist. Also lautes ist dann... Das ist das Morgengebet, die Messe, Frühstück, Mittagsgebet. Mittagessen, also das, damit steigen wir jetzt gleich ein quasi. Mittagessen, dann Rosenkranz, Vesper, Tisch. Auf den Fluren reden wir nicht, also nur in den Fensternischen reden wir und am Telefon reden wir. Ach so. Und generell, ich meine, wenn nichts notwendig ist zu sprechen, wird hier nicht gesprochen. Also nur das, was notwendig ist. Und hier aber ist so ein Raum, wo man reden kann. Das Schweigen soll die Grundlage unseres Lebens sein. Und nicht das Reden. Das Reden ist eher die Ausnahme, merkt man vielleicht gerade nicht so, aber Es ist tatsächlich so. Die Grundlage meines Lebens ist eher das Reden. In die Wüste zurückgezogen haben. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was das so mit Ihnen macht, die Zeit. Und Ihnen nichts Schlechtes, das glaube ich nicht. Nee, das glaube ich also im Gegenteil wahrscheinlich. 7 Tage werde ich im Kloster Arenberg unter Dominikanerinnen leben. Ich bin nicht getauft. Christliche Rituale sind mir fremd. Und wie ich es überhaupt mit dem Glauben an einen Gott halte, habe ich immer offen gelassen. Aber je älter ich werde, desto mehr beschäftigt mich diese Frage. Oh Gott, komm mir zu Hilfe. Eile mir zu helfen. Ich habe mir vorgenommen, alles mitzumachen. Das bedeutet vor allem beten. Morgens, mittags, abends, zu festen Zeiten. Des Herrn ist vollkommen. Sprich mich frei von Schuld, die mir nicht bewusst ist. Erhüte deinen Knecht auch vor vermessenen Menschen. Singe du und weich. Der Tag ist durch die Stundengebete völlig durchgetaktet. Schon das würde mich eher nerven. Ich sehe mein erstes Vorurteil bestätigt. Das Leben im Kloster ist unfrei. Aber dieser Gedanke ist eigentlich anmaßend. Ich bin ja gerade eine Stunde hier. Bist du zur Probe? Nee. Klosterauszeit. Ach so. Ihr seid Kollegen. Oder? Sollen wir eigentlich du oder sie sagen? Das würde ich auch noch eine. Also wir können sehr gerne du sagen. Ja, super gerne. Ja? Gerne. Mhm. Sehr schön. Muss ich nochmal nach deinem Namen fragen? Sarah. Okay. Janina, ne? Genau. Ja. So eine Stunde oder zwei, ja. Ah, okay, sonst nicht mehr täglich. Nee, gar nicht. Wir sitzen am sogenannten Noviziatstisch. Das ist der Tisch für die Neulinge, also für Frauen, die sich fürs Ordensleben interessieren oder sogar planen einzutreten. Viel Besuch bekommen die Dominikanerinnen hier allerdings nicht von jungen Frauen. Die Schwestern Ursula, Christa, Anna, Monika sind für Neulinge oder Interessentinnen wie Janina und mich feste Ansprechpartnerinnen. Ihr trefft euch regelmäßig jeden Tag hier zusammen? Ja, Montag, Dienstag und Donnerstag. Okay. Und dann wird dann was besprochen? Nix, so gequatscht. Über Gott und die Welt. Ist das eigentlich wie so eine Familie hier? Ja, mit Schwiegermüttern. Doch, kann man schon vergleichen. Natürlich nicht diese Banden, aber trotzdem hat eine große Fürsorge füreinander. Und wir suchen uns nicht aus, das ist auch wie Familie. Deshalb sind wir Schwestern und nicht per se Freundinnen. Das gibt es zwar auch, aber dass dieses sich nicht aussuchen, ist schon eine Herausforderung auch. Aber genau wie in jeder Familie auch. Wann ist man denn passend? Also wann ist... Wenn du Zeit macht, ist wie Janina. Ja. Ist ja schon ein echtes Interesse da. Ich kann mir vorstellen, dass diese Lebensform zu mir passt. Ja, und richtig passt. Und dann ist es ja wie ein gegenseitiges Schauen. Und was findest du darin reizvoll? Keine Ahnung. Schwer zu sagen wahrscheinlich. So das Ganze eigentlich. So, also die Kombination aus mehreren Aspekten. Na gut, ich finde es immer sinnvoll, wenn man als Mensch nicht sich alleine lebt, sondern irgendwie mit anderen Menschen lebt. Heiraten. Könnte man jetzt auch machen, wenn man sich als eine Person konzentrieren wollte, dann könnte man das natürlich machen, aber das wäre mir, glaube ich, zu eng. Also das wird so eine Ehe, also
Ja, gut, das könnte ich auch machen, aber ja, es ist irgendwie, ist der Platz schon irgendwie alles vergeben. Ich weiß nicht, ja, was ist. Fühlst du das so richtig? Ja, doch. Schon. Cool. Schauen wir mal, das ist so cool. Schwester Ursula war übrigens mal Apothekerin, hat sogar promoviert. Seit 2006 lebt sie hier im Kloster. Deine Mutter, die fand das gar nicht so toll, oder? Ja, eben, weil wir uns auch so gut verstanden haben. Das war eigentlich so eher der Gedanke. Wir haben früher, ich habe in der Apotheke mit meiner Schwester gearbeitet und wir haben uns super alle verstanden. Was ist das denn, was das Kloster mehr kann als wir? So, und was hast du da geantwortet? Das wusste ich nicht, aber das will ich aber rausfinden. Also das war für mich nämlich genau der Punkt, als ich eintrat, das war die offene Frage. Da habe ich wirklich gedacht, ist es richtig, dass du hier bist? Ist das der Ort, wo dein Leben am meisten Frucht bringt? Am Nachmittag die nächste Gebetszeit, der Rosenkranz. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Herr ist mit dir. Der Rosenkranz ist Beten im Kreis. 5 Vaterunser und 50 Ave Maria. Und damit man nicht durcheinander kommt, hat man diese Perlenkette. Mutter Gottes, hilf uns Sünder. Durch das ständige Wiederholen komme ich überraschenderweise in eine Art innere Ruhe. Das ist ja wie eine gesprochene Meditation, eine Art Mantra. Still werden, Ruhe finden. Damit kann ich etwas anfangen. Und gebenedeit die Frucht deines Leibes, Jesus. Das Durchschnittsalter der Schwestern liegt hier im Mutterhaus bei 81 Jahren. Schwester Ursula ist mit ihren 44 die Jüngste. Wir sind im gleichen Alter und unser Leben, so denke ich, kann unterschiedlicher nicht sein. Warst du mal verliebt? Ja, auch. Ja, doch. Also es war jetzt nicht der, wo ich von vornherein gesagt hätte, den heirate ich auf jeden Fall, aber ordentlich verliebt war ich auf jeden Fall. Und diese Gefühle kenne ich gut. Aber es ist mir auch in meinem jetzigen Leben einfach gar nicht fremd. Also so, es gibt halt Momente, wo ich total hingerissen bin und überwältigt bin. Und das, finde ich, hat sehr, sehr ähnliche Qualitäten, wie wenn es auf den Menschen gerichtet ist. Und auch, ich finde, so Kontrollverlust, also auch das ist irgendwie so schön, dieses du gibst dir ein Stück von dir ab. Ja. Und das finde ich irgendwie so faszinierend. Das ist für mich auch Liebe. Ich mache mich verletzlich, ich gebe ein Stück von mir und das finde ich irgendwie was ganz Heiliges. Also das ist für mich wirklich was mich total... Das ist interessant. Das hätte ich jetzt gedacht, dass das gar nicht so... dass ihr das gar nicht so, dass man diese Kontrolle nicht so verlieren will. Nee, im Gegenteil. Ja. Also ich finde, unsere Lebensform ist totaler Kontrollverlust. Ja. Also total, weil im Grunde geben wir ja alles aus der Hand. Also im Grunde ist es eher einerseits von dem sich ergreifen lassen her ein Kontrollverlust. Ja. Du gibst aus der Hand, wo wohne ich, du gibst aus der Hand, wie lebe ich, in welcher Gemeinschaft lebe ich, du gibst aus der Hand, wie sieht es in 20 Jahren aus. Du kannst im anderen Leben, sag ich mal, viel mehr bewusst gestalten. Du kannst sagen, okay, jetzt bin ich 30, jetzt kriege ich Kinder oder so. Das ist bei uns ja gar nicht. Aber das hat auch mit Verliebtsein zu tun, finde ich, weil in dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich kann es, habe ich gemerkt, du bist hier richtig. So habe ich das noch nie gesehen. Stimmt, eigentlich geben sie alles ab. Sind sie ohne Job, Status, Vermögen vielleicht doch die freieren Menschen? Doch es Abendessen in der Stille. Das wissenschaftliche Vorhaben, mit dem er sich... Wobei Stille bedeutet, dass wir schweigen, während Ursula etwas vorliest. Zu der ihn sein bisheriges Studium geführt hatte. Ich weiß nicht, worauf ich mich konzentrieren soll. Auf den Text, das Essen, auf die Menschen um mich herum? Innere Einkehr spüre ich nicht. Eher ein Unbehagen, mit fremden Menschen zusammenzusitzen und nicht zu sprechen. Das bin ich nicht gewohnt, sonst stelle ich immer Fragen. Damit nerve ich sogar im Freundeskreis. Lobet den Herrn alle Völker. Vor und nach dem Essen wird auch gebetet. Gott wird ständig angerufen. Naja, ist ja auch ihr Job, die Verbindung nach oben zu halten. Das letzte Stundengebet meines ersten Klostertages. Die Komplett, das Nachtgebet. Du bist ein gnädiger Gott, voller Anmut und reichen Erbarmen. Vermutlich habe ich heute netto 2,5 Stunden gebetet. So viel wie in meinem ganzen Leben nicht. Schenke uns eine ruhige Nacht und erholsamen Schlaf.
6 Uhr morgens. Klöster sind gute Orte für Frühaufsteher. Auf leeren Magen die Laudes, das Morgengebet. Und mit Lob wird bei der Laudes nicht gespart. Gott zu loben, ihm zu jubeln, zu jauchzen, ihn richtig anzuhimmeln, darum drehen sich die Texte des Morgengebets. Nicht nur wegen der frühen Stunde kommt mir das schwer über die Lippen. Warum braucht Gott die Bestätigung, dass er groß ist und ich klein? Frühstück in kleiner Runde im Noviziat. Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf uns herab und bleibe bei uns alle Zeit. 6 Uhr aufstehen finde ich ja fies, aber die Schwestern sind schon viel länger auf den Beinen. Nein, wir mögen das so früh. Wir sind so bekloppt. Ja, aber wann steht ihr denn auf? Um 4? Ja, auf jeden Fall. Spätestens. Nee, wirklich? Ja, ich habe für euch schon gebetet heute Morgen. Wirklich? Und habe schon Kerzchen angemacht für euch. Also, ich kriege am Tag nicht die Zeit für mich zum Beten. Ach so. Und die brauche ich. Und das bedeutet mir auch was. Und die Gebete dann im, also beim Festbar? Also, die kommen dazu. Ach so. Das eine ist privat morgen. Persönlich. Meditation, Schriftlesung. Guten Morgen, liebes Christa. Rosenkranz, Christa, Gebete da. Wie viele Gebete machst du dann am Tag? Ach so. Ganz schön viele, oder? Aber muss ja keiner wissen, da brauche ich ja für mich allein. Ich stehe um 5 auf, weil ich auch morgens meine Kontemplation machen möchte. Also auch Meditation? Ja, und das ist mir sehr wichtig. Schmeckt es? Sehr gut. Dankeschön. Wirklich. Ich bin auch ganz glücklich gerade mit dem Kaffee und so. Ja, toll. Also ich bin so eine Messe auf leerem Magen, finde ich schon. Das ist so lala. Die Glieder sind so müde. Ich erhoffe mir in dem Kreis Antworten, wie die Schwestern zu Gott gefunden haben. Von Schwester Christa zum Beispiel. Sie ist 90 Jahre alt und mit 25 in den Orden eingetreten. Wie so eine Eingebung oder? Ich wusste. War klar. Ja. Habe ich gemerkt. Ne? Nichts, was man im Leben tut, ist umsonst. Ja. Meinst du? Ja. Selbst das Negative nicht. Das hat alles seinen Sinn, meinst du? Ja. Ja. Das ist irgendwie so ein sehr tröstlicher Gedanke. Ja, doch. Denn aus dem Negativen, man hat immer die Erfahrung. Ne? Das stimmt, ja. Ne? Oder man lernt ja auch vielleicht. Man lernt ja. Christa war lange als Missionarin und Entwicklungshelferin in Bolivien. Und war das eine schöne Zeit für dich in Bolivien? Es war für mich die beste Zeit. Ja? Ich bin erst mit 50 Jahren rübergekommen. Ja. Doch, für mich die beste Zeit. Wie lange warst du da? 28 Jahre. Oh, wow. Und dann hat mich das verrückt gemacht, was die Leute keine Hoffnung mehr hatten. Ja. Die waren wie tot. Ne? Ja. Die sind aus dem Land gekommen wegen ihrer Kinder, weil sie arm waren. Ja, was sagst du denn dann solchen Menschen? Gar nichts. Gar nichts. Wie hat sich denn die Rolle der Kirche verändert? Also letztendlich ist ja Kirche nicht mehr so wichtig im Alltag der Menschen. Ich finde, die Kirche ist befreiter geworden. Ja? Ja, doch. Also ich war die erste Generation im Kloster, wo unsere Novizenmeisterin sagte, ihr fragt bei allem warum. Ja, okay, ja. Ich bin 52 eingetreten. Also letztendlich, die ältere Generation, das sind ja deutlich mehr. Also da kommen ja auch nicht so viele nach. Ist das nicht auch traurig? Nein. Ich sehe das auch als einen Prozess. Also ich lerne immer viel von der Geschichte. Also wenn mir was negativ, dann gucke ich in die Geschichte. Ne? Immer in der Geschichte,
wenn es so stürmische Zeiten gab, dann ging es zurück auf wenige. Mhm. Aber wenn diese wenigen wirklich echt leben, dann kommt auch neues Leben. Mhm. Wann ist man denn eine echte Nonne? Gut, das ist eine Frage. Also die kann ich nicht beantworten. Mhm. Echte Nonne. Du bist echt. Du bist immer ein Suchender. Mhm. Ja. Und wenn du ein Suchender bleibst, dann bist du echt, da bist du im Grunde immer verbunden. Ne? Mhm. Das ist auch etwas, was auf deine Frage, Morgen, man ist Suchender. Mhm. Es gibt meiner Ansicht nach keinen Menschen, der nicht nach Gott sucht. Meinst du nicht? Nein. Tja, ich habe ihn ja auch lange nicht gesucht. Von Freunden oder Teilen meiner Familie weiß ich, dass sie gar nicht erst suchen, weil sie auch nicht erwarten, etwas zu finden. Wer wie ich im Noviziat ist, kann im Kräutergarten mitarbeiten. Die Mädels hier sind keine Novizinnen. Sie machen ihr freiwilliges ökologisches Jahr im Kloster. Also kein Nachwuchs. Anders als Janina. Sie ist ein regelmäßiger und gern gesehener Gast bei den Schwestern. Ja, mich fasziniert halt einfach die Suche nach irgendwie dem, was das Leben ausmacht, was das Leben schön macht. Und ja, das habe ich halt irgendwie in der Religion gefunden oder in Gott. Und wie stellst du dir denn vor? Hast du da ein Bild? Nee, ich hab da mehr ein Gefühl eigentlich. Mhm. Einfach, man merkt ja manchmal, vielleicht kennst du das, wenn du in einem Raum drin stehst. Oder du bist alleine und du weißt aber trotzdem, ohne dass du siehst, dass jemand noch da ist. Kennst du das Gefühl? Ja, kenne ich, ja. Spürst du so eine Präsenz? Ja, genau. Echt? Ja, doch. Wow. Ja. Also jetzt nicht immer so, dass ich sage, okay, jetzt hier ist genau der innere Schalter und jetzt weiß ich, okay, wenn ich das und das mache, dann fühle ich diese Gegenwart. Mhm. Das ist mir so ein Geschenk eigentlich. Das ist ja cool. Diese Suche, dass man halt schaut, wo kann ich dem begegnen? Ja. Und ich glaube, wenn einem irgendwas... Wo kann ich dem denn begegnen? Ich glaube, am besten in dir selber. Ja. Nee, tatsächlich. Das war jetzt wahrscheinlich nicht die Antwort, die du dir gewünscht hast. Ja. Ich glaube einfach, dass Gott halt einer ist, der begleitet. Mhm. Wenn man zu dem, glaube ich, sagt, so bitte geh mit. Oder dann gib mir Kraft und unterstütz mich halt einfach dabei, dass das dann schon so ein Mitgehen irgendwie ist. Das ist dann schon. Das macht er auch mit Ungetauften. Ja, definitiv. Ja, genau, auf jeden Fall. Ich meine, genauso geschöpft Gott, ist genauso geliebt, auf jeden Fall. Bin ich fest davon überzeugt. Ich meine, so weit käme es noch. Nee, also da. Die Schwestern verkaufen die Kräutertees aus dem eigenen Garten im Klosterladen. Wow. Janina sagt, Gott sei in mir. Diese Vorstellung gefällt mir besser als die, dass er mich die ganze Zeit von oben kritisch beurteilt. Ja. Punktlandung. Irgendwie beneide ich Janina, die sich von ihrem Gott geliebt und getragen fühlt. Das finde ich echt abgefahren, dass du so eine Präsenz spürst. Das ist, glaube ich, toll, oder? Ja, das ist auf jeden Fall toll, aber also ich weiß jetzt nicht, ob das... Also ich glaube, dass das durchaus für jeden irgendwie zugänglich ist. Na, ich weiß nicht, du hast ja, wo warst du da mal, wo du gesagt hast, mit dem Meditieren? Ach so, ja, in Kambodscha. Mhm. Wie ging es dir da, wenn du so meditierst? Ja, das war nämlich auch da so, da habe ich auch so abgefahrene Erfahrungen gemacht, dass ich so Energien gefühlt habe. Ja, das geht doch schon mal eine schöne Richtung, oder? Ja, also das, ja, die Frau hat gesagt, ne, die macht so ein Heilen mit irgendwie... Der Energie deines, weiß ich nicht, kosmischen Körpers. Der Körper hat ja Energie, das ist so, merkt man ja auch. Und dann, ich habe das natürlich auch nicht so ganz geglaubt, und dann hat sie so gesagt, doch, das spürst du. Und dann macht er sie nur so, und dann haben wir so beide so gemacht. Und ist wirklich ohne Scheiß, ich bin eigentlich nicht so, aber ich habe das gespürt. Ich habe dieses Ding da hin und her gehen spüren. So, und so Situationen gab es mehrere, oder sowas, was mich durchflutet gefühlt hat von... Liebe! Ey, da haben wir es doch schon, oder? Ja, das sagt sie, sie hat noch nie eine Gottesbegegnung gehabt und fühlt sich so gut von Liebe, also jetzt sauer. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, da muss man auch, wenn, dann muss man sich dafür auch, wie du sagst, da brauchst Raum für.
Im Alltag finde ich es oft schwierig, mich mit solchen Fragen zu beschäftigen. Meistens bin ich abgelenkt vom Außen. Job, Hobbys, Freunde, das nervige Handy plus alle anderen Medien. Ich habe tatsächlich nie den Raum gefunden in meinem Alltag. Vielleicht gab es bislang aber auch nicht den richtigen Moment. Am Nachmittag bin ich mit Schwester Anna verabredet. Sie ist seit 1964 im Orden. Was ist das dann? Das ist ein Kinderlätzchen. Ach so. Guck mal, das kommt jetzt hier drauf. Und dann habe ich hier auch was gemacht. Guck mal hier. Ein Flamingo. Wieso bist du in den Orden gegangen? Warum? Ja. Weil ich das einfach, das hat mich gezogen. Aber du hast ja auch gefeiert, hast du erzählt. Ja, war schon tanzen, alles. Ich habe Karneval gefeiert, bis in der Nacht rein. Aber ich hatte nie eine Beziehung oder ein Empfinden für einen Mann. Nicht nie? Nie. Nein. Auch nicht mal so geschwärmt? Nee, ich hatte mal einen und da habe ich gesagt, Gott, wäre doch wie schon wieder weg, du Nachbarjunge, ne? Ja. Ich komme ja vom Land, ne? Ja. Und der war auch hinter mir her. Aber wenn er weg war, war ich glücklich. Und wenn er kam, dann denke ich, oh Gott, der könnte eigentlich wieder gehen. Ich hatte gar kein Empfinden dafür. Ja. Also meinst du, das ist sozusagen sowas? Was ist eine Gnade, eine besondere Gnade, würde ja. ich sagen. Ein Geschenk. Ist man also einigen Ärger auf jeden Fall los. Also ich meine, da kommt vielleicht andere dazu, aber schön. Schön. Schwester Anna ist als junge Frau im Kloster schwer erkrankt. Sie musste wieder nach Hause, um gesund zu werden. War wohl alles ziemlich knapp und sie wäre fast daran gestorben. Ja. Er wollte mich haben, das spüre ich auch. Ja, also war das durch die Krankheit, hast du da nochmal richtig hingefunden? Also er hat mich, wie soll ich das sagen, er hat mich festgehalten. Mhm. Und meine Mutter sagt dann noch, und was machst du jetzt? Er sagt schon mal, ich gehe wieder, das ist mein Weg. Das habe ich einfach gespürt. Und ich möchte für ihn und für das Heil der Seelen, für die Rettung der Seelen, ja. Glaub an die Hölle, die gibt es und das Fegefeuer. Das glaubst du? Das gibt es. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber du glaubst doch wohl nicht, dass die ganz, was da draußen alles passiert, diese Bosheit. Ja, aber dann müssen doch da, ich weiß nicht, 3/4 der deutschen Bevölkerung könnten ja wahrscheinlich dann in die Hölle wandern, oder nicht? Ja, meinst du, die kämen alle in den Himmel? Nee. Noch nicht. Die müssen sich erst reinigen lassen. Ja. Und wie geht das? Das müssen wir ihm überlassen. Hm. Barmherzigkeit und Liebe, das ist das A und O. Gott ist die Liebe und die Barmherzigkeit. Und der hilft uns. Ihr habt ja euer Leben Gott oder Jesus ja. gewidmet. Wie ist das denn, wenn man sich verlieben sollte, zum Beispiel? Das hat es gegeben. Dann haben die einen kennengelernt und dann sind die ausgetreten. Ja? Das war anfangs, wie ich hier war, da waren viele oder sind weggeschickt worden. Mhm. Weil die sich da hatten wir auch Lesben gehabt, die ja. haben sie die dann auch weggeschickt. Ja, das ist ja auch so ein Klischee, ne? Dass es viele Lesben, die das früher nicht ausleben ja. konnten, dass ja. die ins Kloster gegangen ja. sind. Ja, und dann sind sie auch weggeschickt worden, weil das nicht zu ertragen war. Okay, mhm. ja? Mhm. Also, ich habe es erlebt, ganz knapp, aber... Mhm. Ja, das gibt es ja heute immer mehr. Ja, ich glaube, das wird dann einfach offener gelebt halt, ne? Deswegen, ja. Aber ist man dann abtrünnig? Ist man dann? Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Den Glauben kann ich behalten. Hölle und Fegefeuer, das sind für mich antiquierte Begriffe. An sowas mag ich nicht glauben. Und das passt für mich auch nicht mit der Liebe zusammen, von der Sie hier immer sprechen. Wieder das Abendgebet. Mit den Gebeten bin ich eher überfordert. Auch die Texte klingen wie aus einer anderen Welt. Mit meinem Leben hat das wenig zu tun. Aber trotz all der Dinge, die mich irritieren, fühle ich mich überraschend wohl hier. Und gut aufgehoben in der Gemeinschaft der Schwestern. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Hallo, guten Morgen.
Sind wir hier richtig? Ich glaube, wir sind richtig, ja. Oder? Ja. Ich weite nicht. Doch, wir sind hier richtig. Also, einmal im Jahr pilgern die Dominikanerinnen aus Arenberg zum Marienwallfahrtsort Bornhofen am Rhein. Ich freue mich, mal rauszukommen. Im Wochentag manchmal einfach brennen lassen in der Toilette. Ja. Wie lange bist du hier? Hier bin ich jetzt erst seit Ende Juni. Ja. Seit unser Kloster in Rickenbach in der Schweiz jetzt zugemacht haben. Ne? Und wie ist das? Ist das so ein krasser Umzug dann auch? Ja, ist schon Abschied nehmen. Ne? Ist schon auch ein kleines Sterben. Immer. Hast du eher einen kontemplativeren Ansatz? Kann das sein? Ja, aber das ist dann auch erst in der Lebensmitte dann mehr so gewachsen. Ne? Ja. Ich war auch mal in einer sehr großen Krise, ja. Wo vieles zusammenkam, auch dann mein Trauma dann auch durch einen Unfall. Ja. Und es war so dunkel, dass ich nicht mehr wusste, ob es überhaupt einen Gott gibt. Oh ja, okay. Und dann war eigentlich mein Gebet, war eigentlich dann nur so ein Schrei nach Licht. Ja. Nach Licht, ne? Und da habe ich auch Psychotherapie gemacht und in diesem Prozess, da bin ich da mehr dazu gekommen, zu diesem neuen Gottesbild, dass also Gott nicht außen ist. Natürlich ist er auch außen, aber er ist auch in mir. Ja, ganz sicher. Man muss ja, es wird ja viel verschüttet, ne? Ja. Ja. Sowas hat schon Janina gesagt. Das ist für mich eine schönere Vorstellung als ein Gott, der von oben alles richtet. Ja. Bist du die Chefin heute? Bist du die Chefin genau, heute? Ja. Also ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen. Ungefähr eine halbe Stunde sind wir da. Und sobald wir jetzt am Rhein unten sind, dann werden wir gleich eine Gebetseinheit halten. Und Sie müssen mir kräftig mitsingen. Gott, du hast deinen Knecht Abraham auf allen Wegen unversehrt behütet. Geleite auch deine hier versammelten Gläubigen auf ihrer Wallfahrt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Maria, breit den Mantel aus, Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Heilige Maria, Mutter Gottes, bete für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Kamp Bornhofen am Rhein, in der Nähe der Lorelei. Schon seit dem 13. Jahrhundert sollen Menschen hierher gepilgert sein. Maria, die Mutter Jesu, wird hier verehrt. Für Schwester Anna ist die Wallfahrt ein ganz besonderer Termin im Jahr. Auch der Kaplan von Arenberg ist mitgekommen und hält die Messe. Christus, dein Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes. Bei der Verteilung der Kommunion folge ich einem Impuls. Als Nicht-Getaufte darf ich ja keine Hostie bekommen, aber ich darf mich segnen lassen. Und irgendwie bin ich ganz berührt. Ich kann nicht sagen, warum, aber mir kommen fast die Tränen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich mich für einen Moment als Teil dieser Gemeinschaft fühle. Ganz überraschend für mich. Nach der Messe haben wir noch ein bisschen Zeit, bevor es zurück ins Kloster geht. Janina, die aus Bayern ist, war noch nie am Rhein. Hat er so gesegnet hier? Ja. Mhm. Das hat mich irgendwie so. Ist überhaupt, ich finde auch immer, gibt es so manche Segen,
finde immer gut, wenn die Priester oder der das macht, so richtig die Hände auf den Kopf legen, damit man was spürt. Ja. Ne? Also das hat schon was. Okay, ja. Das ist irgendwie. Ja, weil ja. Ich würde echt betreuen können danach. Ja. Mhm, das ist doch schön. Also, schön mit Holz, ja. Aber es ist schön, wenn es sich irgendwie berührt. Ja, genau. So echt ernsthaft auch überlegt auszutreten. Ja, ja, gut. Wir plaudern noch ein bisschen über, Gott und die Welt. Ich habe den Eindruck, die Frauen hier sind erfüllt von einer Liebe. Sie würden das wohl die Liebe Gottes nennen. Und sie geben die mit ihrer Herzlichkeit auch an andere weiter. Jedenfalls fühlt es sich bei mir so an. Das ist so interessant. Ja. Ich hab, also weil ihr seid alle so unterschiedlich. Ja. Ihr habt alle so unterschiedliche auch Haltungen dazu. Hm? Ja. Ja. Das ist ja umgesetzt. Ja. Jetzt kommt die Tessa. Guck mal. La mitraille se te plaît qui nous tira le palais des autres. Hier et demain. Le vent l'emportera. Zurück im Kloster Arenberg, im Kreis der Schwestern. Wenn man diese Einkleidung hat, also ich stelle mir das so vor, man gibt da so ein bisschen seine Individualität, zumindest die optische, ab. Ja. Klar, man sagt, Kleider machen Leute. Ja. Aber auf der anderen Seite merken wir ja selber, wie wir individuell sind und ganz unterschiedlich. Und das kommt halt danach anders zum Tragen und nur weniger durch die Kleidung. Das soll ja schon so ein sein, wir sind eine unter einer Gemeinschaft und nicht herausstechend und nicht ganz irgendwie was Besonderes. Und dann kommen wir auf das Elend der Flüchtlinge. Ich dachte, er wäre tot. Also so, die wussten nicht. Ich habe echt gehört, 160.000 Menschen sind schon im Mittelmeer jetzt ertrunken in den letzten 3 Jahren. Eigentlich war es ja klar, dass man auch in einem Kloster am Weltgeschehen Anteil nimmt. Trotzdem hatte ich die Vorstellung, dass so etwas hier kein Thema ist. Ein Klischee, das mir jetzt total peinlich ist. Diese Menschen fühlen sich doch wahrscheinlich auch verlassen von ihrem Gott. Ja, eben. Aber total. Tragischer geht's gar nicht. Und da kann man, was sagt man da? Man kann höchstens sagen, dass Gott nicht einer ist, der draußen ist und dazuguckt, sondern er ist ja in den Menschen. Er leidet das mit den Tausenden. Mhm. Also das göttliche Leben ist ja in einem. Aber ich glaube, so ein Gottesbild haben doch viele. Dieses der liebe Gott, der Mann mit dem weißen Bart, der dann da oben zuguckt. So eben, und das ist zum Beispiel, wie unsere Generalführerin an Krebs erkrankt ist vor 10 Jahren. Da haben viele gesagt, warum schickt Gott uns das jetzt? Ah, so ein Gedanken, das finde ich absolut pervers. Also so, warum schickt er uns das? Ja. So, als ob der jetzt da oben am Hebel sitzt, oh, den Arm einer Dominikanerin, den geht's ein bisschen gut, so, schicken wir mal ein bisschen Krebs zur Generalpriorin. Weißt du, so, das finde ich absolut pervers. Und wenn ich manchmal höre, was in Familien manchmal los ist, wie viel Unheilszusammenhänge ist, dass die sich komplett irgendwie gestraft fühlen, finde ich völlig menschlich. Und das Gefühl kann man auch nicht einfach wegrationalisieren und sagen, das ist nicht so. Aber das, wie gehst du damit um? Weil ich merke, wenn du dann so ein Gottesbild kriegst, so ein Motto, der muss sich jetzt strafen, dann denkst du ja die ganze Zeit, was habe ich falsch gemacht? Du lebst eigentlich nur in der Vergangenheit. Die Frage ist für mich immer, wie erkläre ich einem, der überhaupt nichts glaubt, ne? Das ist... kann man nicht erklären. Ja, eben. Ich kann das auch dem Gläubigen nicht erklären. Ja, nee, aber ich kann dem Gläubigen irgendwie von der Erfahrung her oder was du so sagst, aber für Ungläubigen ist da ja ein Loch. Ja. Mein Leben ist nicht immer leicht. Zu früh am Morgen. Ich helfe beim Frühstücksdienst, alles vorbereiten, bevor die Schwestern kommen.
und natürlich die Laudes mit anschließender Messe. Mit diesen Morgenmessen habe ich merkwürdigerweise größere Probleme als mit den Abendgebetsstunden. Als würde ich über den Tag hinweg offener für sowas. Komisch. Ich bin mit Schwester Christa verabredet, die ich sehr in mein Herz geschlossen habe. Sie beeindruckt mich, nicht nur, weil sie in Bolivien fast 30 Jahre lang Entwicklungsarbeit geleistet hat, sondern auch, weil ich sie einfach für klug halte. Bei ihr fühle ich mich mit meinen Gedanken und Fragen richtig aufgehoben. Wenn der Mensch ein bisschen denkt, die Natur, es blüht, es gibt Frucht, die Blätter fallen ab, sind wieder dumm fürs nächste Jahr, es wächst ein neues Leben. Hm. Die ganze Schöpfung ist. Das Fürchterliche ist, dass der Mensch einen freien Willen hat. Das ist das Fürchterliche und das größte Geschenk. Ja. Denn ohne freien Willen kannst du nicht lieben. Und der Mensch ist für die Liebe geboren. Das ist gar nicht so leicht. Aber wenn man sie nicht findet, was ist dann? Die ganze Natur, ich könnte auch sagen, ist für. Das Obst ist für. Die Blätter, die fallen, sind für. Ja, stimmt. Ich bin nicht für mich nur. Ja. Dann bin ich natürlich Liste abgeschlossen. Was würdest du denn jemandem raten, wenn er sucht, wenn er Gott sucht? Umsonst fragst du die Schrift um Auskunft. Frage die Erfahrung. Mhm. Also wenn ich merke, dass ich zum Beispiel immer mit denselben Sachen, immer dieselben Fehler mache, dann kann ich mich einfach mal an Gott wenden. Nö, du kannst dich immer an Gott wenden. Mhm. Ja. Meinst du, dann finde ich ihn? Bitte? Meinst du, dann finde ich ihn? Ja. Ja, aber er ist unverfügbar, ne? Kann sich sagen, ich muss ihn morgen finden. Ich kann mich ja mal mit ihm verabreden. Gott macht das schon. Mhm. Gott macht sich erfahrbar. Mhm. Genau, wenn ich sage, ich wusste plötzlich, dass ich ins Kloster gehen muss. Mhm. Das war einfach da. Da. Mhm. Du musst du selber sein. Ja. Du musst du selber sein. Also, wenn ich wirklich mich auf Gott einlasse, dann muss ich so leben, wie er es für die Menschen. Hm. Dann bin ich kein Egoist. Aber im Christlichen ist es ja so, ist das erste Gebet, du sollst dich lieben, den anderen lieben wie dich selbst. Hm. Also sollst dich selbst auch lieben. Wenn du dich selbst nicht liebst, wenn du dich als Geschöpf Gottes begreifst, dann liebst du dich. Ja, also. Hm. Ich finde das Ganze schon schwer, das mit dieser Selbstliebe immer, weil es wird ja irgendwie immer einem gesagt, wenn du dich liebst, kannst du auch andere lieben und so. Aber manchmal finde ich das gar nicht so leicht. Aber jede Person hängt auch von der Liebe eines anderen ab. Hm. Wenn du weißt oder daran glaubst, dass Gott dich liebt, wie du bist. Wie du bist. Hm. Dann kannst du auch einen anderen nehmen. Hm. Ja. Wenn du glaubst, dass du nicht geliebt bist, hm, ist es schwierig. Letzter Tag im Kloster Arenberg.
gerade in der Pfarrei oder so früher, dann waren ältere Damen. Du hast dich schon an den Tagesrhythmus gewöhnt. Nee, das ist mein Start. So. Du, weißt du was? Ich muss immer noch daran denken, was Christa über Gottes Liebe gesagt hat. So, also du spürst auch die Liebe Gottes in dir. Ja, schon. Ja? Und deswegen, ja, mal mehr, mal ja? Ja, doch. Und deswegen bist du auch, also fühlst du dich auch geliebt und liebst dich selbst. Ja, genau. Ja. Die Christa hat das halt auch gesagt, ja. Echt? Ja, ja, dass du dich eben durch die Liebe Gottes liebst du dich auch selbst. Dann. Ich habe da auch erst. Ich will jetzt auch von. Ich möchte. Lang. Das ist ein Prozess. Ja. Ich dachte am Anfang auch so, dachte mir so, naja, okay. Letztendlich ist das ja total der schöne Gedanke, ne? Mhm. Und an sich würde ich das auch wollen. Also es wäre voll schön, wenn ich glauben könnte. Ich glaube, ich würde das gerne tun eigentlich, ja. Also würde es, ich will. Aber? Ja, nichts aber, ich warte jetzt. Du wartest. Ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht warte ich jetzt einfach auf den Moment. Eigentlich ist das vor allen Dingen durch die Begegnung mit mit euch. Okay. Weil ich finde echt, also da ist wirklich, so wie du das sagst, also oder wie diese Haltung allein, ja, da ist so viel Liebe in mir, die möchte ich irgendwie weitergeben. Mhm. An mehrere Leute und nicht nur an kleine Familie. Mhm. Und man spürt das hier so in den Begegnungen und Gesprächen mit den Frauen, das ist echt einfach unglaublich. Herzlichkeit und Liebe und Wärme da ist. Ja. Und das ist das, was mich total beeindruckt. Weniger diese ganzen Gebete und so, ja. Aber das ist irgendwie das Schöne. Wie kann ich denn zu Gott finden? Also, ich glaube, du bist total auf der falschen Spur, wenn du ihn außerhalb suchst. Ich glaube, du kannst zu Gott finden, wenn du zu dir findest. Ich bin absolut davon überzeugt, dass er in allem und vor allen Dingen in uns gegenwärtig ist und sich auch in diese Welt hinein mitteilt durch uns Menschen. Das, was uns wirklich auch alle verbindet, so bei aller Unterschiedlichkeit, dass wir irgendwann mal alle irgendwie sehr ergriffen worden sind von dieser Liebe, die alles Begreifen übersteigt, die irgendwie stärker ist und irgendwie größer ist. Und wir versuchen, aus dieser Liebe heraus auch weiterzugeben oder unser Leben zu gestalten. Ja, bestimmt. Ja. Und viel. Also ich würde gerne glauben, glaube ich. Ja, schon mal eine super Top-Voraussetzung. Ja. Das letzte Tischgebet, bevor es wieder zurück in mein normales Leben geht. Mit all dem Trubel des Alltags, seinen Ablenkungen und ja, auch Oberflächlichkeiten. Mir ist echt ein wenig weh ums Herz. Ich habe selten so intensive Gespräche über die großen Fragen des Lebens geführt. Hier waren Raum und Zeit dafür. Das, so ist mein Eindruck nach der Woche, ist schließlich ihr Beruf, wenn man das so nennen will. Die Pflege der Gottesbeziehung, also ständiges Fragen und Suchen nach Antworten. Zeit, Tschüss zu sagen, und ich ahne schon, das geht nicht ohne Tränen. Ich habe nämlich noch ein paar. Und das leihst du mir, oder schenkst du mir? Es ist nix. Ich wollte noch sagen, du hast dich in mein Herz gestohlen und ich bete viel für dich. Es war so toll, dich kennenzulernen. Bitte? Das war ganz toll, dich kennenzulernen. Ja. So. Alles klar. Komm gut nach Hause, komm gut. Die Nummer durch. Oh Mann, ey. Wahnsinn. Ja. Schön. Also Gottes Segen und der wird sich dir zeigen. Mach das schon. Mach dich schon unruhig. Am Ende fallen mir Christas Worte ein. Du bist immer ein Suchender, hat sie gesagt. Und wenn du ein Suchender bleibst, dann bist du echt, dann bist du immer verbunden.